Hi zusammen, ich grüße euch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich zeige euch heute, wie Sie den Modus zum Beispiel von Material zu Gerendert einfach so wechseln können und auch von Objekt zu anderen Modus einfach so wechseln können. Momentan sind wir in Gerendert. Sie sehen schon, wenn wir zum Beispiel von Gerendert zu Material oder zu Textur so oder massiv wechseln wollen, dann drücken wir einfach hier, wo diese Kugel hier sich befindet, und dann können wir einfach so machen. Also Material sieht es auch so aus, in Textur sieht es einfach so aus und in Massiv sieht es einfach so aus, und Sie können auch in 3-Gitter-Modus nochmal einfach wechseln, und so wird es einfach aussehen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auch den Modus Objekt zu Editiert Modus wechseln wollen, dann drücken Sie, Sie haben die Möglichkeit, entweder auf Tabs einfach zu drücken und dann wechselt es, oder Sie kommen einfach hier unten, dann gehen Sie auf Editiert Modus, dann wird es einfach so sein und dann können Sie nochmal die Sache hier editieren, wie Sie eigentlich haben wollen. Sie sehen schon, was Sie da machen könnten. Also, und Sie können auch nochmal zurückwechseln auf Objektmodus. Und Sie haben auch die Möglichkeit, auf Skulpturmodus auch zu wechseln, und dann können Sie einfach hier die Sachen so zeichnen, wie Sie wollen. Also wir wechseln nochmal in Editiert Modus, und hier haben wir die Möglichkeit, nochmal in Gerendert zu gehen, damit wir besser sehen können, was wir gemacht haben. Also so können Sie einfach hinten hier die Sachen einfach so, den Modus einfach so wechseln, wie Sie eigentlich haben wollen. Und Sie haben auch sehr viel gelernt, wie Sie auch die Sachen so hinzufügen können, und auch zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel ein Objekt hinzufügen wollen, dann können Sie einfach hier auf Hinzufügen machen, und dann haben Sie auch die Möglichkeit, auf Mesh zu gehen und einfach die Sachen so abzuwickeln, zum Beispiel Sie können hier die Sache abwickeln, das Projekt zum Beispiel hier abwickeln, wie Sie eigentlich haben wollen, und es wird einfach abgewickelt. Also ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben, und freue mich auch, das nächste Projekt nochmal mit euch zu machen.